Martina Hingis durchaus an ihre Chance im zweiten Aufeinandertreffen gegen die Weltranglistenzweite, gegen Arantxa Sánchez Vicario, denn ob er nun extrem schnell oder extrem langsam ist für einen Hartplatz, er ist in jedem Fall schneller als auf Sand, als ein Sandplatz. Und die Aussichten sind deshalb für die 15-jährige Schweizerin, die ja in der damaligen Tschechoslowakei geboren ist, gar nicht so schlecht. Sie schaut ein wenig grimmig rein, Arantxa Sánchez Vicario. Man sieht aber auch, sie hat deutlich abgespeckt. War ja immer schon ein Konditionswunder. Ob sie das noch stärker macht, ja, man wird es sehen im Laufe der zweiten Woche, vielleicht schon im Laufe dieses Matches, dass Martina Hingis eröffnen wird. Doppelfehler und 0:40. Martina Hingis deutlich erkennbar nervös zu Beginn dieses Matches im großen Stadium Court. 15:40. Auch der im Aus und ein leichter erster Spielgewinn für Arantxa Sánchez Vicario. Sie führt 1:0 mit Break. Überraschend schönes Wetter heute am Labor Day, am letzten Tag des Labor Day Weekends hier in New York. Strahlend blauer Himmel, ein leichter Wind. Also der angekündigte Hurricane, der angekündigte Sturm. Eduard, der hat sich wohl an New York vorbeigeschlichen. Gott sei Dank. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Und Arantxa Sánchez Vicario hofft, dass es so weitergeht wie der Auftakt. Dieses Match gegen Martina Hingis. Auch die Spanierin mit großen Problemen bei ihrem ersten Aufschlagspiel. Sie hat Respekt vor der jungen Gegnerin, keine Frage. Lang der Ball der Spanierin zu 0. Holt sie sich das verlorene Aufschlagspiel sofort zurück. Martina Hingis. Insgesamt aber ein nervöser Auftakt von beiden. Die beide bisher im Verlauf dieses Turniers in der ersten Woche also noch keinen Satz abgegeben haben. Zumindest was das Einzel angeht.
klasse Ballwechsel in dieser Partie. Da deuten Sie schon mal an, was Sie beide drauf haben. An der Grundlinie erstklassige Schläge und schon auch fantastische Spielübersicht der erst 15-jährigen Martina Hingis. Sanchez Vicario mit erstaunlich vielen Problemen an der Grundlinie. Der achte Punkt in Folge für Martina Hingis und die erste Führung für die Schweizer. Wie immer zu früher Stunde, hier ist es ja gerade mal 22:45 am Vormittag, der Center Court bzw. Stadium Court, wie er hier heißt, noch nicht allzu gut besucht. Martina Hingis hat die Nervosität abgelegt. 8 Punkte in Folge. Die erste Führung für die 15-Jährige aus der Schweiz. 15. Früh als Tennis-Wunderkind, mögliche Nachfolgerin einer Steffi Graf, tituliert. Das hört sie gar nicht gerne. Und auch ihre Mutter und Trainerin, Melanie Zock. Hat es nicht gerne, wenn man ihre Tochter schon so früh unter Druck setzt und versucht, so gut es geht, immer den Druck von ihr wegzunehmen. Irgendwie habe ich so den Eindruck, Arantxa Sanchez Vicario erinnert sich an den ersten Satz von Hilton Head zurück, den sie ja zu Null abgeben musste gegen diese Gegnerin, Martina Hingis. Wird ziemlich verkrampft, die Spanierin. Ganz anders inzwischen Martina Hingis. Von den letzten 13 gespielten Punkten gingen 12 an Martina Hingis und deshalb führt sie jetzt auch verdient mit 3:1. So, jetzt kann man auch verstehen, warum sie ein wenig ernst reinschaut, von Beginn an eigentlich, Arantxa Sanchez Vicario. Noch kein rechtes Mittel gefunden hat gegen Martina Hingis, die sich auch am Netz sicher präsentiert. Ist er hier auch im Doppelwettbewerb noch mit von der Partie, der Seite von Helena Suková. Auch da
könnte sie auf Arantxa Sánchez Vicario treffen. Die Spanierin mit ihrer Partnerin Jana Novotná an 1 gesetzt. Auch wenn es kein zu Null mehr geben kann, werden doch Erinnerungen wach an diesen ersten Satz von Hüten. Jetzt auch noch ein Ass. Unglaublich, was hier in den ersten gerade mal 12 gespielten Minuten abgeht. 4:1, fast ohne Anstrengung für Martina Hingis. Tja, wenn das so weitergeht, dann werden sicher einige, die für heute Tickets gelöst haben, für den heutigen Tag hier bei den US Open, vielleicht sogar das gesamte erste Match versäumen. Gerade mal 12 Minuten sind gespielt. Martina Hingis führt 4:1. Zuletzt 16:1 Punkte für die Schweizerin, die da selbst irgendwie das Ganze so als den Anschein nicht versteht, was hier abgeht. Arantxa Sánchez Vicario, will nicht sagen völlig von der Rolle, aber im Moment chancenlos. Diese Statistik der vermeidbaren Fehler sagt eigentlich alles aus. Erster, wenn man so will, herausgespielte Punkt von Arantxa Sánchez Vicario. Scheint gelernt zu haben auf dem Schiedsrichterstuhl, Linienrichterentscheidung, die wohl auch falsch war, sofort overruled, überstimmt. Aber Martina Hingis war natürlich dran, deshalb wird der Punkt wiederholt. Mit so einem Vorsprung im Rücken, da traut man sich natürlich einiges zu. Das Kick für Martina Hingis, nicht für Arantxa Sánchez Vicario. Die sich
sich jetzt allmählich auf die Sätze 2 und 3 von Hilton Head zurückerinnern sollte, die sie ja dann, nachdem sie den ersten zu 0 verloren hatte, glatt für sich entschied. Allerdings auch Martina Hingis wird daran zurückdenken. 15. Völlig ohne Selbstvertrauen. Auch der meilenweit im Aus. 18 Minuten sind gespielt. 18. Martina Hingis hat 3 Satzbälle gegen die Weltranglistenzweite. Tja, was soll man dazu sagen? Auch die Mutter, Melanie Zock Hingis, kapiert das nicht ganz. Alles Mögliche habe ich von diesem Match erwartet, aber dass es so glatt geht im ersten Satz, das ist doch eine riesen Überraschung. Tja, da muss man lange zurückblicken, um einen Satz zu finden, den Arantxa Sánchez Vicario mit 1:6 bei den US Open mal verloren hat. Bei Steffi Graf war das wohl mal der Fall im Jahr 90. Ansonsten gibt es den einen oder anderen, den sie zu 1 oder sogar zu 0 gewonnen hat. Aber dass sie so ja, fast vorgeführt wurde wie hier im ersten Durchgang von Martina Hingis, das gab es nur ganz, ganz selten. 19 Minuten, gerade mal hatte genau dieser erste Durchgang. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Die Kämpferin Arantxa Sánchez Vicario, bei diesem Ballwechsel zumindest. Das ist allerdings auch dringend nötig. Denn Martina Hingis, sie hinterlässt überhaupt nicht den Eindruck, als wolle sie hier nur ein Quäntchen nachgeben. Mutter Marissa, einigermaßen geschockt. Von dem, was bisher hier passiert. Enorm wichtiges Aufschlagspiel für die Spanierin. Noch kein einziges Mal hat sie bisher ihren Aufschlag durchgebracht.
Ansatzlos mit viel Spin. Und den macht sie. Da ist der erste Spielgewinn für Arantxa Sánchez Vicario bei eigenem Aufschlag und wieder die 1:0-Führung, wie schon im ersten. Blick über die Anlage, neuer und alter Stadium Court. Neun, das haben wir jetzt schon einige Male erwähnt, wird im kommenden Jahr gespielt. Passen dann nochmal 5000 Zuschauer mehr drauf als auf den jetzigen. Und jetzt natürlich auch ein wichtiges Aufschlagspiel für Martina Hingis gegen Arantxa Sánchez Vicario, die endlich ihr Kämpferherz entdeckt hat. Wie auch spielerisch, ja, zumindest im ersten Spiel des zweiten Durchgangs einen ganz anderen Eindruck hinterlassen hat als während des gesamten ersten Satzes. Beeindruckend, wie geschickt Martina Hingis mit ihren gerade mal 15 Jahren, es ist erst ihr zweites Profijahr, sich auf die Situation jetzt auch schon einstellt. Sie hat gemerkt, im Moment nur abwarten auf die Fehler von ihrer Gegnerin, warten ist zu wenig. Sie unternimmt selbst was und ist erfolgreich. Zu null dieses Aufschlagspiel an die Schweizerin. Allerdings gegen eine insgesamt noch immer noch stark enttäuschende Arantxa Sánchez Vicario, die gerade übrigens ihren ersten Satz verloren hat bei diesem Turnier. Allerdings auch zum ersten Mal eine gesetzte Spielerin auf echten Widerstand trifft. Knapp im Aus. Diese Linie wurde zuvor mal ein Ball korrigiert. Zum zweiten Mal in Folge gewinnt Arantxa Sánchez Vicario einigermaßen glatt ein Aufschlagspiel und geht wieder in Führung. 2:1. Zum
2:2 in Führung im zweiten Satz für Arantxa Sánchez Vicario gegen Martina Hingis, die junge Schweizerin, die in diesem Jahr schon einige gute Erfolge verzeichnen konnte. Höhepunkt sicher die Finalteilnahme in Rom. Allerdings, sie wartet noch auf ihren ersten Titel, der ausgerechnet bei den US Open, bei einem Grand Slam Turnier, schon erreicht werden kann. Das ist vielleicht noch ein wenig zu früh, aber sie hat das Potenzial, auch jetzt schon, um Top-Spielerinnen zu schlagen. Auch eine Arantxa Sánchez Vicario. Das ist wohl der Hauptgrund, warum sie auch so häufig im Doppel antritt. Um auch das Spiel, das ihr an sich nicht ganz so liegt, nämlich vorne am Netz, Volley oder wie hier, über Kopf, Schmetterbälle zu üben. Und sie ist ja die jüngste Wimbledon-Gewinnerin, Champion überhaupt, in diesem Jahr an der Seite von Helena Suková im Doppel. Die ganze Konzentration dem Einzelwettbewerb. Dort ist Arantxa Sánchez Vicario ein klein wenig zumindest stärker geworden und die Spanierin versucht jetzt natürlich mit allen Mitteln zurückzufinden in dieses Match. Und auch von der Spanierin weiß man, sie beherrscht das Spiel am Netz. Ein klasse Aufschlagspiel von Martina Hingis, der ihrer Gegnerin überhaupt nicht die Chance gibt, selbst das Kommando zu übernehmen. Druckvolles Spiel von der Grundlinie. Tolle Raumaufteilung, tolle Übersicht und das mit gerade mal 15 Jahren. Mutig und erfolgreich gespielt von Martina Hingis. Kaum Fehler im Spiel der Schweizerin, die sich in dieser Phase mehr zutraut als Arantxa Sánchez Vicario. Jetzt vielleicht die Möglichkeit zum ersten Break im zweiten Satz. Wieder Druck von der Grundlinie, da geht sie früh in den Ball, der zu kurz ist von Arantxa Sánchez Vicario, riskiert alles.
Das geht fast alles. 0-40. Doppelfehler, das erste Break. Ich meine, so wie das Match bisher läuft, man muss da vorsichtig sein, wenn Arantxa Sanchez spielt. Dennoch eine kleine Vorentscheidung zugunsten von Martina Hingis. Martina Hingis auf dem Weg zu einem neuen Rekord. Fragezeichen. Im Moment sieht es gut aus. 6:1, 3:2 ihre Führung mit Break, jetzt auch im zweiten Satz. Und sollte sie dieses Match gewinnen, dann wäre sie die jüngste Spielerin, die jemals ein Viertelfinale bei den US Open erreicht hat. Das gleiche Kunststück hat sie ja vor einem halben Jahr bei den Australiern schon mal geschafft. Wie gesagt, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Arantxa Sanchez Vicario hat schon oft ähnliche Matches, als sie nahezu aussichtslos hinten lag, noch rumgerissen. Aber im Moment deutet alles darauf hin, als sollte die 15-Jährige vielleicht tatsächlich die Überraschung ermöglichen. Stärke der Arantxa Sanchez Vicario, aus der Defensive heraus zu kontern. Ja, mit dem Stock, da hat sie bisher noch kein Glück, Martina Hingis. 0:40 jetzt auch aus ihrer Sicht. Wenig ungeduldig während des gesamten Aufschlagspiels, Martina Hingis. Und geht es ebenfalls zu 0 verloren. Einige Sorgenfalten im Gesicht der Mutter, der Freundin, der Trainerin. Die natürlich jetzt schon froh sein kann mit dem Erreichten, aber natürlich auch längst erkannt hat, diese Arantxa Sanchez Vicario ist heute von der Tochter zu schlagen. Gar nicht erst hin, obwohl sie dort war, den hat sie deutlich im Aus gesehen. Wieder diese Linie, an der es jetzt schon die dritte knappe Entscheidung gab. Einmal wurde überstimmt. Schwer zu erkennen, war auf jeden Fall eng. Das Ärgerliche, sie wäre dran gewesen. Also sie hätte den Ball durchaus spielen können. War sich so sicher, dass der aus war.
Fast mit der Brechstarre. Aber auch mit Erfolg, Martina Hingis. Ein wenig wütend hat man den Eindruck über das, was da in den letzten Minuten passiert ist. Sie will sich das Heft nicht aus der Hand reißen lassen. Deutlich zu erkennen. Wie so oft, das siebte Spiel in einem Satz, ich meine ein ganz, ganz entscheidendes. 40-0 hatte Herr Aranta Sánchez Vicario geführt. Jetzt Einstand. Vierter Punkt in Folge für Martina Hingis. Auch sie, Melanie Zock-Hingis, hat erkannt, wie wichtig dieses Spiel für ihre Tochter ist. Unentschlossen, Aranta Sánchez Vicario. Zu spät, die Idee nach vorne zu gehen. Dann schauen Sie, wo sie den Volley, den Flugball nehmen muss. Da passieren solche Fehler. Auch einer erfahrenen Doppelspielerin wie ihr, die ja, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, exakt doppelt so viele Doppeltitel in ihrer Karriere erreicht hat, wie Einzeltitel, 48 nämlich. Thank you.
lässt nicht locker, Martina Hingis. Arantxa Sánchez Vicario, die, ich erinnere nochmal, 40-0 schon geführt hat bei diesem Aufschlagspiel. Schafft es nicht, bisher zumindest nicht, den Sack zuzumachen bzw. die 4:3 Führung zu erspielen. Oh, bittere Entscheidung, der Ball wird ausgegeben. Der Linienrichter sieht ihn gut. Und der Sánchez Vicario spielt auch weiter, zur Sicherheit natürlich, denn es war eng, aber die Stuhlschiedsrichterin gibt den Ball aus. Schön wäre es, wenn wir die Kamera zu dieser Linie bekommen würden. Und die beweist nämlich eindeutig, dass der Ball gut war. Tja, das ist bitter. Solche Bälle können ein Match entscheiden. Dass inzwischen so eng ist, dass tatsächlich ein oder zwei Punkte über Sieg oder Niederlage entscheiden. Sehr, sehr glücklich, Arantxa Sánchez Vicario. Und schauen Sie die Reaktion der sonst so ruhigen Martina Hingis an. Aber das kann man nachvollziehen. Sie wurde zumindest um diesen einen Punkt, sicher nicht mit Absicht, aber betrogen. So, jetzt wird sich zeigen, ob sie tatsächlich schon die Klasse, die Reife einer ganz großen Spielerin hat, Martina Hingis. Ob sie auch eine so unglückliche Situation wegstecken kann. Oder ob dann eben doch noch, und das wäre kaum verwunderlich, die Erfahrung fehlt. 3:4 liegt sie hinten. Unglücklich, sehr, sehr unglücklich. Tolle Aufholjagd bei 0:40. Sie haben dann diese, ja, ich sag ganz einfach, unglückliche Entscheidung gegen sie. Der Ball, der, wie die Kamera bewiesen hat, eindeutig gut war. Der Linienrichter hat ihn auch gut gesehen. Nur die Dame da oben auf dem Stuhl eben nicht. Sie bekommt es einfach nicht aus dem Kopf heraus. Dann fehlt ein klein wenig an Konzentration. Und die muss unbedingt da sein, um bei solchen Ballwechseln gegen eine jetzt deutlich stärker gewordene Arantxa Sánchez Vicario mithalten zu können. Sánchez Vicario deutlich im Aufwind. Sie hat eben die Erfahrung in ihrer 10. Teilnahme allein bei den US Open. Und
nutzt die momentane Schwäche ihrer Gegnerin gnadenlos aus. Das ist ihr gutes Recht. 5:3 Aufschlag zum möglichen Satzausgleich. Auch eine kleine Trotzreaktion jetzt von Martina Hingis. Da lockt sie Arantxa Sánchez Vicario geschickt nach vorne. Da fehlt im Moment, ich sage das Selbstvertrauen, aber das ganz große Selbstvertrauen, um auch solche Ballwechsel, die sie lange Zeit bestimmt, diese Auflage beim Aus, abzuschließen zum Punkt. Zweiter Satzball für die Spanierin. Unglaublich, fantastischer Stopp, noch toller muss man sagen, die Laufarbeit von Arantxa Sánchez Vicario. Und schauen Sie sich das an, der bleibt gerade an der Netzkante hängen. Hat wahrlich nicht viel gefehlt zum Satzgewinn. Thank you.
Eine Idee zu lang, da hat sie Pech, Martina Hingis. Das ist eben der kleine, feine Unterschied, ob man 5:1 vorne liegt oder 4:5 hinten. Gott sei Dank, sie hat ihr Lächeln wiedergefunden, auch wenn sie jetzt dem dritten Satzball gegenübersteht. Exakt eine Stunde ist gespielt, 1:1 Satzausgleich, glücklich zustande gekommen für San Arantxa Sánchez Vicario. Ja, so ist der verlaufen, dieser zweite Satz. Kurz haben Sie es noch gesehen, hier haben wir es nochmal. Insgesamt auch dieser, was heißt auch dieser? Der war sehr, sehr ausgeglichen. Es war vielleicht tatsächlich dieser eine Punkt, um den Martina Hingis eindeutig betrogen wurde. Ich will da niemanden um Gottes Willen Absicht unterstellen, aber es ist natürlich sehr, sehr unglücklich, wenn eine Linienrichterentscheidung fälschlicherweise korrigiert, überstimmt wird, das bei Einstand im. Das hatte ich schon während des Verlaufes des Spiels angedeutet. Entscheidenden, wichtigsten Spiel dieses dritten Satzes. Siebten. So, das Match beginnt aufs Neue. Jetzt allerdings zumindest leichte psychologische Vorteile für Arantxa Sánchez Vicario. Geben alle Erfahrung, die sie in erster Linie im Doppel gesammelt hat. Fast vom Boden gespielt, dieser Flugball. Auch der im Aus, ein Aufschlagspiel von Martina Hingis, wie zu Beginn dieses Matches. 15 gibt sie den ersten Aufschlag ab. Inzwischen das Stadion hier auch sehr, sehr gut besucht. Es hat sich herumgesprochen, dass sich hier ein kleines Drama abspielt. Ein Drama, das sich jetzt doch zu Ungunsten von Martina Hingis entwickeln könnte. Zugunsten wie so oft von Arantxa Sánchez Vicario. Die führt schon mal 1:0 mit Break. Hat sich deutlich gesteigert im zweiten Satz, in diese Partie ausgeglichen war. Sehr, sehr gutes Damen-Tennisboot von beiden Seiten. Ja, und ist jetzt die Frage, kann Martina Hingis noch mal zurückschlagen? Sie ärgert sich zu sehr über die vergebenen Chancen, die vertanen Chancen, diesen einen, mir nicht gut gesprochenen Punkt, Mitte des zweiten Satzes.
als dass sie sich jetzt im Moment voll auf das Spiel konzentrieren könnte. Das wäre so bitter nötig. Nichts geht im Moment im Spiel der Martina Hingis. Jetzt macht sie es Arantxa Sánchez Vicario. Denkbar leicht, denkbar einfach. Ja, und diese Dame, Donna Ring, hat maßgeblichen Anteil daran, dass die beiden jetzt im dritten Satz stehen. Ein Punkt, den sie überstimmt hat. Vielleicht der Matchentscheidende im gesamten Spiel. Der Widerstand der Martina Hingis scheint gebrochen. Oder vielleicht auch noch nicht. Die Zuschauer hier im Stadion und sicher auch Sie zu Hause an den Bildschirmen würde es freuen. Nach fünf Spielen in Folge an Arantxa Sánchez Vicario, der erste Spielgewinn wieder für Martina Hingis. Er sollte ihr Mut machen. Vielleicht schafft sie es tatsächlich, das Spiel nochmal zu gewinnen. So, das Ganze, das so blitzartig begann, der erste Satz mit 6:1 nach 19 Minuten an Martina Hingis, wird jetzt doch ein enges, spannendes, hochklassiges Damen-Achtelfinale. Mit leichten Vorteilen für Arantxa Sánchez Vicario. 2:1 ihre Führung und Aufschlag, aber das letzte Aufschlagspiel von Martina Hingis, da hat sie dann zumindest fast wieder zu den Qualitäten zurückgefunden, die sie im ersten Satz auch über weite Strecken des zweiten doch immer wieder zeigte. Natürlich fehlt es ihr da an der ganz großen Erfahrung. Die besitzt eben Arantxa Sánchez Vicario. Halt weiter Vorteile für die Spanierin, aber so ganz leicht, wie es jetzt noch längere Zeit aussah, wird es sicher doch nicht für die Spanierin.
Dann ist doch wieder Fehler, auch von Arantxa Sánchez Vicario an der Grundlinie. Insgesamt muss man sagen, die Spanierin Sicherheit nicht in Höchstform. Auch an ihr ist das Ganze hin und her nicht spurlos vorübergegangen. Zweites Spiel in Folge an Martina Hingis. Leichte Hoffnung auch wieder bei der Mama. Gefeiert, egal an wen er geht, und er wird umso mehr gefeiert, da er an Martina Hingis geht. Beste Ballwechsel, der spektakulärste in jedem Fall, einen grandiosen Abschluss für Martina Hingis. Hier noch etwas erstaunlich, dass sie da die Vorhand einsetzt. Noch erstaunlicher diese Rückhand. Kippt das Spiel tatsächlich ein zweites Mal. 40-15. Zwei Spielbälle für Martina Hingis. Coach von Arantxa Sánchez Vicario kann es kaum mehr mit ansehen, David de Miguel La Piedra.
toller Kampf jetzt. Fantastisches Tennis. Jetzt geben sie beide alles. Und Arantxa Sánchez Vicario plötzlich wieder zur Form zurückgefunden. Auch das wieder ein Schlüsselspiel. Unglaubliches Tennis, das die beiden jetzt liefern. Sie kann sich freuen, sie kann stolz sein auf ihre Tochter, egal wie dieses Match ausgeht. Allein wie sie zurückgefunden hat, nach 0-2 Rückstand, 5 verlorenen Spielen in Folge, sich jetzt doch wieder ganz darauf konzentrieren kann, was sie am besten kann, das Tennis spielen. Leicht angeschlagen, nach diesen jetzt sehr, sehr langen Ballwechseln. In erster Linie Martina Hingis, die gestern ein langes, nervenaufreibendes Doppel streiten musste. Da lagen sie und ihre Partnerin Helena Suková 3-5 hinten im dritten. Gewannen das Match noch und sie gewinnt dieses Mal dieses vielleicht Schlüsselspiel, dieses wichtige Spiel auf jeden Fall im dritten Satz. Dritter Spielgewinn, 3-2 Führung. Tolles Damentennis, das uns Arantxa Sánchez Vicario und Martina Hingis jetzt bieten. Spannend, nahezu dramatisch ist es ohnehin schon seit einiger Zeit, aber jetzt auch bravuröse Ballwechsel. Nicht nur Einsatz, nicht nur Kampf, nicht nur Taktik, sondern auch von der Technik her. Stimmt es jetzt? Tja, wieder neue Situation für die favorisierte Spanierin. 2-0 hatte sie schon geführt. In diesem entscheidenden Satz. Jetzt liegt sie 2-3 hinten. Martina Hingis hat nochmal zurückgefunden in dieses Match.
Riskanter Ball von Arantxa Sánchez Vicario. Das sind eben, wenn es nicht gut geht, wie in diesem Fall, leicht verschenkte Punkte. Sie riskiert, hat im Moment kein Glück damit, Martina Hingis. Hat nicht viel gefehlt, aber auch der Mut ist zu bewundern in dieser Situation. Spielball für Arantxa Sánchez Vicario. Wiederholen, beeindruckend auch oder sogar in erster Linie, wie clever diese gerade mal 15-jährige Martina Hingis das Spiel ein- und aufteilt, Tempo wechselt und so Arantxa Sánchez Vicario zu Fehlern zwingt. Spielball für die Schweizer. Viel hat da wahrlich nicht gefehlt. Der im Aus. Beide gehen sie auf Nummer sicher und dann erwartet doch Arantxa Sánchez Vicario einen zweiten Stopp. Hat Erfolg damit. Drei beide. Der Tenniskrimi geht weiter. Dritter Satz kann noch eine Weile dauern. Im Anschluss, daran sei noch mal erinnert, direkt an dieses Match, sehen wir dann hoffentlich ein ähnlich gutes Damenmatch mit Steffi Graf und der jungen Anna Krunikova. Thank you.
30-15. Zweiter Doppelfehler insgesamt. Das haben nicht nur diese 1,5 Stunden gezeigt, die dieses Match bisher alt ist, sondern jeder, der schon mal ein Spiel von Martina Hingis verfolgt hat, das früh erkannt, der Aufschlag sicher noch die große Schwäche im Spiel der 15-Jährigen. Da ist sie noch deutlich verbesserungswürdig. Zuvor überstimmt wurde. Und jetzt wird wieder überstimmt. Hat sie sich einigermaßen lang überlegt. Donna Ring hat sich dann wohl überlegt, ich bin ja noch was schuldig, aber es war der zweite Ball in diesem Ballwechsel, der, ich meine, im Aus war. Und sie ringt sich dann doch durch, Donna Ring den Ball auszugeben und damit 4:3 Führung Hingis im Entscheidungssatz. Seltsam zustande der Linienrichter. Ich meine, er wurde übrigens im Moment auch ausgetauscht. Das lag allerdings am normalen Schichtwechsel, nicht an seiner eher schwachen Leistung bisher. Gleich zweimal Bälle, die ich zumindest im Ausgesehen habe, während eines Ballwechsels gut gegeben und dann längere Verzögerung, auch in diesem Fall Überstimmung, Overruling vom Stuhl. Damit doch die 4:3 Führung für Martina Hingis. Jetzt der Druck auf ihr, Ranta Sanchez Vicario, die das nicht so recht verstehen wollte. Sicher deshalb, weil Donna Ring, die wir hier groß im Bild haben, nicht sofort und ganz resolut durchgegriffen hat. Da muss sofort der Ruf kommen, Correction, ball was good or out. Also es bleibt dabei, auch zu Beginn der zweiten Woche, die Schiedsrichterleistungen bei diesen US Open mäßig. Ganz anders, die beiden Damen da unten. Anja Sanchez Vicario, Martina Hingis. Ihre Leistung vorzüglich. Auch Arantxa Sanchez Vicario zählt sicher nicht zu den besten Aufschlagspielerinnen der Damentour, aber gegen Martina Hingis hat sie doch klare Vorteile. Was den Aufschlag angeht. Thank you.
nächste Möglichkeit zum Break für Martina Hingis. Sie hat wieder Vorteile. Sie hat zu alter Form zurückgefunden. Sie müsste nur mal eine dieser Chancen verwehren. Spät kam der Ruf, in diesem Fall vom Linienrichter, aber er kam und das bedeutet Break und 5:3 Führung für Martina Hingis. Und jetzt hat sie Aufschlag. Ich bin gespannt, ob sie die Zitterhand, den Zitterarm bekommt oder ob sie es durchzieht. Auch da hat nicht allzu viel gefehlt. Aber das war nicht anders zu erwarten. Arantxa Sánchez Vicario wehrt sich, gibt nochmal alles. 0:15. Was soll man dazu sagen? Natürlich eine Sache der Erfahrung. Die berühmten Zentimeter oder Millimeter, die dann eben fehlen. Chance vertan von Martina Hingis. Nach exakt 100 Minuten setzen sich die beiden nochmal. Sicher auch eine Folge nicht nur dieses Matches, das jetzt ziemlich genau 100 Minuten alt ist, sondern auch ihres Doppeleinsatzes, eben im Doppel an der Seite von Helena Suková. Doch ein wenig viel. Gerade bei einem Grand Slam Turnier, das ja über 2 Wochen geht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, körperlich wird sie es durchstehen, Martina Hingis. Immer noch liegt sie vorne, 5:4. Und immer noch ist Arantxa Sánchez Vicario an der Reihe. Die Spanierin muss auch erstmal ihren Aufschlag durchbekommen. Immer aus 0:15. Ja, wir
Verweis, den natürlich Linienrichter und Stuhlschiedsrichter nicht haben. Endlich, Arantxa Sánchez Vicario, wie sie leibt und lebt. Und wie geht das für beide? Aus der Defensive heraus ihre besten Bälle. Sie sind nicht konsequent genug hinterhergegangen und das wird bestraft von Arantxa Sánchez Vicario. Riesenchance zum 0:30. So aber 15 beide. Zwei Matchbälle, Martina Hingis. Daumen drücken von ihrer Mutter natürlich. 15. Ich meine auch, die meisten hier im Stadion halten zu Martina Hingis. Das ist nicht gegen sie, gegen Arantxa Sánchez Vicario gerichtet. So, man will ein neues, junges Gesicht sehen auf der Tour. Das Spiel unterbrochen werden bei Matchball. Eine Wasserflasche, eine leere. War da drauf und dran aufs Spielfeld zu rollen. Das zehrt natürlich an den Nerven, allerdings von beiden Spielerinnen. Keine hatte große Vorteile bisher in diesem Ballwechsel. 15:40, zweiter Versuch. Gespielt von Hingis, ganz vorsichtig ins Ausgeschlagen, der Ball von Arantxa Sánchez Vicario. Die Überraschung ist perfekt. Nach drei spannenden Sätzen setzt sich Martina Hingis gegen Arantxa Sánchez Vicario. Der Sieg von Martina Hingis am Ende bei einem derart engen Match natürlich auch glücklich insgesamt unterm Strich verdient. Den ersten Satz in 19 Minuten ganz, ganz glatt gewonnen. Dann diese kuriose Entscheidung Mitte des zweiten Satzes. Da drohte das Match aus ihrer Sicht zu kippen. 5 Spiele in Folge an Arantxa Sánchez Vicario. Aber dann, und das war für mich die allergrößte Leistung der erst 15-jährigen Martina Hingis, hat sie sich nochmal zusammengerissen, hat zurückgefunden in ein Match, das verloren schien. Und damit hat sie verdient das Viertelfinale erreicht. Und auch dort hat sie große Chancen, egal ob die Gegnerin Karina Habsudova oder Jana Novotna heißt. Das war's zunächst vom Stadium Court. Gleich geht's hier weiter mit Steffi Graf. Vorher aber schalte ich ins Studio zu Jonas Sieben.